Hallo und herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von Riffs, Die Gewalt sind wir, vorstellen. Dieses wurde am 8.9.2019 von X-Chess veröffentlicht und hierbei handelt es sich um Cover A, welches uns das alte deutsche Kinoplakatmotiv zeigt und auf 333 Stück limitiert ist. Auf der linken Seite seht ihr übrigens die restlichen Cover-Variationen. So, dann schauen wir uns einmal jetzt den Spine an und auch einmal die Rückseite. Dort sehen wir einige Szenenbilder, die Inhaltsangabe, die technischen Daten und einen Hinweis auf die Limitierung. Als Extras bietet diese VÖ einen Audiokommentar, deutscher, italienischer und US-amerikanischer Trailer, die deutsche Kinoschnittfassung, ein Interview, den deutschen Originalvorspann und den deutschen Kinoaushang. So, dann schauen wir einmal hinein. Da haben wir einmal die Blu-ray. Na, los mit dir. Und da haben wir einmal die DVD. Wir sehen hier zwar ein durchgehendes Cover, aber es sind zwar unterschiedliche Bilder, die nichts miteinander zu tun haben. So, zurück mit den Medien. So, dann schauen wir uns jetzt einmal das 16-seitige Booklet, geschrieben von Thorsten Hanisch, an. Dort finden wir einige Infos zum Film, Postermotive und natürlich auch Bilder zu diesem. Da haben wir auch noch ein paar Aushangsfotos. Und ein wirklich schön gezeichnetes Plakatmotiv. Und nun zum Inhalt des Filmes. Die Bronx, 1990. Höllische Steinwüste inmitten von New York. Hier treiben sich gnadenlose Banden, die Riffs, die Scavengers, die Tigers und andere herum, weshalb die Polizei das ganze Vieh als zum Sperrbezirk erklärt hat. Anne, die Tochter des Präsidenten der Manhattan Corporation, flieht aus ihrem goldenen Käfig und sucht Unterschlupf bei Trash, dem Anführer der Riffs. Zwischenzeitlich hat Annes Vater einen berüchtigten Mann aus den Reihen der Polizei, Hammer, engagiert. Er soll mit allen Mitteln versuchen, Anne nach Hause zurückzubringen. Damit beginnt ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel. Biker, Schläger und Freaks in einem gnadenlosen Wettstreit mit den gewalttätigen Handlangern der Macht. Diese wilde Mischung macht The Riffs von Regisseur Enzo G. Castellari in den 80er Jahren zum Kultfilm und Klassiker des Bandenfilms. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen hoch da. Und das Rückspulen nicht vergessen. Kostet sonst 1 Euro extra. Ciao.